Ich bin Frank Hannig, ich bin Rechtsanwalt im Expertenteam von expertehilf.de und wir reden über Waffen. Wir reden über einen aktuellen Fall, den ich hier gerade habe, der mich ganz schön erstaunt hat. Wir reden im entferntesten Sinne nämlich über Waffen. Wir reden über Folgendes. Eine Satire-Seite im Internet hat ein Foto erstellt. Auf diesem Foto war ein Maschinengewehr zu sehen oder zumindest eine Maschinenwaffe der Marke Heckler & Koch. Und darunter stand der Spruch, das schnellste Asylverfahren Deutschlands, bis zu 1400 Asylanträge pro Minute abgelehnt. Ob das geschmackvoll ist, darüber kann man streiten. Ich persönlich finde es geschmacklos. Ob das strafbar ist, ist aber ein ganz anderes Problem. Mein Mandant hat nämlich tatsächlich die Schwierigkeit gehabt, dass er dieses Foto einfach auf Facebook geteilt hat. Er fand es lustig, er fand es witzig, vielleicht wollte er auch eine politische Aussage damit treffen. Aber er hat nicht nur einen Strafbefehl bekommen, er hat auch ein Verfahren bekommen, ihm seinen Waffenschein abzunehmen. Weil die Verwaltungsbehörde tatsächlich meint, mit dem Posten dieses Fotos habe er seine waffenrechtliche Zuverlässigkeit eingebüßt bzw. unter Beweis gestellt, dass er die nicht hat. Und das ist eine spannende Frage. Ich kann im Rahmen dieses Videos gerade gar nicht sagen, wie das ausgeht, weil solche Entscheidungen bisher noch nicht getroffen wurden. Ich weiß nur, dass viele untere Verwaltungsbehörden tatsächlich im Moment die waffenrechtliche Zuverlässigkeit aberkennen und Waffenbesitzkarten zurückfordern und einziehen, wenn sie sagen, Facebook-Kommentare dokumentieren in irgendeiner Art und Weise eine politische Aussage, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder konkret gegen die verfassungsrechtliche Grundordnung richtet. Und das ist also was die waffenrechtliche Zuverlässigkeit ausschließt. Ich will es bloß als Warnung sagen, durchaus kann sowas passieren, weil der Gesetzgeber schon eindeutig im Waffenrecht geregelt hat, dass nur derjenige zuverlässig ist, von dem ich auch erwarten kann, dass er mit der Waffe immer nur sachgerecht umgeht. Und jemand, der unter Umständen eine Grundgesinnung nach außen trägt, die dafür spricht, zum Beispiel Gewalt zu verherrlichen oder gar in irgendeiner Art und Weise zu sagen, Gewalt gegen jemand anderen sollte mit Waffen ausgeübt werden, der wird in der Regel unzuverlässig sein. Also für mich ist der Fall ganz klar, sich im Internet hinzustellen und zu sagen, ja, ein Beispiel, also wir erschießen alle 60-Jährigen oder legt alle 60-Jährigen um. Ja, da ist sofort der Waffenschein weg, ganz klar. Da würde auch keiner drüber nachdenken. Jeder, der einen Waffenschein hat und der die Eignung einmal nachgewiesen hat und die Eignungsprüfung abgelegt hat, weiß, dass diese Zuverlässigkeit erforderlich ist. Aber unsere neue Gesellschaft und unsere neue Welt stellt uns echt vor neue Herausforderungen. Die Frage, Teilen eines Fotos auf Facebook, kann das denn schon reichen? Wir werden es sehen. Ich habe mich entschlossen, das Video zu machen, weil ich ein bisschen warnen wollte. Also ein Waffenscheininhaber, ein Waffenbesitzkarteninhaber sollte durchaus vorsichtig sein, welche Ansichten er anderen gegenüber mitteilt. Es ist nicht so, dass immer nur die Kumpels auf Facebook mitlesen, es lesen unter Umständen auch die Behörden mit. Und wie in meinem Fall, das Teilen dieses fantastischen Heckler & Koch Schießgerätes ja, mit diesem geschmacklosen Kommentar führt zu einer waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit. Vorsicht also bei solchen Dingen, Gehirn einschalten, wie bei allen anderen Sachen. Die Folgen können manchmal weitreichender sein, als man denkt. Weitere spannende Videos und Themen rund um Waffenrecht, um Notwehr, um verschiedene strafrechtliche Sachverhalte gibt es auf unserem YouTube-Kanal. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, expertehilf.de. Ich freue mich auf spannende Videos mit euch.